Ja, und da bin ich wieder. Ja, und herzlich willkommen, Heel, dass du auch geschafft hast, dazu zu kommen. So, ja, ich habe wirklich die von diesem Grusel-Level, sage mal so, von der Höhle da, diesen Kannibalen, echt eine Pause gebraucht. Das war doch ein bisschen zu viel für so ein Spiel, für mich, in dem Moment. So, aber wenigstens haben wir jetzt die Shotgun. Ach, hier, es war nicht nur stressig für dich heute, aber ich bin froh, dass du zumindest das meiste geschafft hast. Ne, alles geschafft hast du gesagt. Okay. Also alles geschafft hast. Genau, gönn dir jetzt mal eine Brezel. Nochmals danke, Ishik. Zum Glück sind meine Würfel wieder da. Achso, hier bin ich, bei dem Jungen. Wir haben was bei den Händlern freigeschaltet. Ich gehe mal zu den Händlern. Wo sind die denn? Da hinten. Haben wir denn. Da, da ist Händler. Guten Tag. Ich habe viel Handelsware. So, was hat. So, was können wir verkaufen? Die Dinger? Das war eine ausgezeichnete Wahl. Und Die 3000 Götter Kinder? sind für uns. Soll ich vielleicht die anderen Sachen auch verkaufen? Obwohl, dann können wir nichts mehr herstellen, sage ich jetzt mal. Schlangholzbogen, Atlatlbogen. Du planst schon gerade deinen August. So viele Events. 4 Wochen unbezahlten Urlaub. Großer fellgefütterter Köcher. Ich glaube, ich nehme den. Das war eine ausgezeichnete. Mögen die Götter dich anlächeln. Ja. Brauchst du Vorräte? Wie geht's denn so? Siehst du etwas, das dir gefällt? Das kann eventuell sogar noch ein bisschen dauern, bis man mich 3 Wochen nicht erträgt. Also je nachdem, ob ich die Wohnung dann bekomme in der neuen Stadt. Steht ja noch nicht fest. Jetzt fehlt mir Geld. Die Götter sind für uns. Ich verkaufe mal von allem die Hälfte. Nicht die Hälfte, sondern 15. Jeweils Sehr gut. 15. Haben wir ein bisschen Platz zum Sammeln? Bitte sehr. Die Götter sind für uns. Stunden-Streams in den 3 Wochen, wo ich dann nicht da bin. Bitte sehr. Sehr gut. Ich glaube, da darf ich gar nicht ankündigen, wann ich dann nicht da bin. Bitte sehr. Also davon habe ich nicht so viel. Okay, dann. Hier habe ich nur 39, aber trotzdem. Sehr 15 gut. immer. Achso, hier hätte ich auch nicht genug. Davon habe ich 17, 22. Okay, mal gucken. Jetzt kann ich mir das Ding leisten. Ein Rucksack, Bitte ja. sehr. Im August nicht umziehen. Mal gucken. Komm bald wieder. Naja, wird wahrscheinlich noch dauern. Also mit etwas Glück vom nächsten Monat, also im Juli. Da muss ich hin. Lara, falls du mich hörst. Ich bin hier. Wir sind nicht bei Unuratu, sondern in einer Höhle in der Nähe. Am Eingang sind ein Reiher und eine Eklipse. Bin unterwegs. Dann musst du IRL-Streams machen. Ihr wollt mich einfach nur ärgern. Ich merke das schon. Oder ihr wollt gar nicht, dass ich umziehe.
Ihr wollt, dass ich hier bleibe? Vielleicht können Sie uns unterstützen. Hast du sie? Es war eine Falle. Die Schatulle war schon weg und Onuratu wurde gefangen genommen. Schon gehört. Wir arbeiten einen Plan aus. Sie halten sie im Gefängnis beim alten Tempel gefangen. Hakan hat dort angegriffen und sitzt jetzt auch dort. Wir greifen die Brücke an, die zum Gefängnis führt. Ziemlich aggressiv. Ich könnte hier hochklettern, sie befreien und dann das Zeichen zum Angriff geben. Könnte funktionieren. Ätzli erkundet den Tempel im oberen Teil der Stadt. Er findet einen Weg rein. Ich rede mal mit ihm. Die Verstärkung ist bereit, sobald ihr draußen seid. Klingt gut. Für Stärke und Sicherheit. Vielen Dank. Lara. Ich werde sie da rausholen. Ich weiß. Ich muss raus? Glaubst du das wirklich? Der große Shinchichikwa und der Schild des Ehrenschöpfers. Warum nicht? Du solltest dich hören. Das ist ein Mythos. Onuratu glaubt dran. Das reicht für mich aus. Es ist eine Geschichte. Sie ist real. Ich weiß es. Unsere Eltern haben uns das als Kinder erzählt. Sonst nichts. Nein, du irrst dich, Kumia. Der Schild wird uns ein. Wir sollten im Kampf gegen Kukulkan nur unserem Können und unserem Verstand vertrauen. Ah, da haben wir dein Lieblingswort hier. Da beides nicht deine Stärke ist, schlage ich vor, du übst einfach weiter. So, und bitte was? Ich soll mal raus in die freie Wildbahn? In die... Du meinst da draußen, wo Menschen sind? Da soll ich hin? So, ich nehme mal die Quest hier aber an. Lara. Ja? Ich bin Kurianka. Onuratu hat eine hohe Meinung von dir. Ich habe den Weg zur alten Kaserne freigemacht, als Ätzli gefangen war. Du warst auch daran beteiligt. Wir sind Schwestern derselben Sache. Ah, verstehe. Deine Tätowierung, bist du... Ich bin eine Geschorene, ja. In einem früheren Leben. Vor Amaru. Als wir für etwas anderes standen. Er hat meinen Orden für seine Priester aufgelöst. Nur ich bin noch übrig. Aber ich habe geschworen, im Kampf nie zurückzuweichen. Darum trage ich nun die Farben der Rebellion. Ich unterstehe Königin Onuratu. Nun, ich bin mit dem Ruf der Geschworenen durchaus vertraut. Historisch betrachtet. Sehr erfreut. Du bist zu freundlich. Ihr habt über Kaiser Shinchichikwa gesprochen. Ja. Den ersten Kaiser von Paititi. Er war Onuratus Vorfahre. Er hat diese Ära gemacht, mit allem. Allem, wofür wir jetzt kämpfen. Ich habe noch nie von diesem Schild gehört, der... Der Schild des Ehrenschöpfers. Die Rebellion braucht ihn als Beweis, dass Onuratu diejenige ist, die Paititi in die nächste Ära führt. Auf dem Schild steht das Ritual der Priesterweihe. Das Ritual macht Onuratu zur nächsten Ehrenschöpferin. Nur sie darf das Schicksal erschaffen. Nicht dieser falsche Gott Amaru. Und wo ist der Schild? Versteckt. Tief im Berginneren. Hinter dem Pfad von Hurakan. Dem Pfad von Hurakan? Das ist eine Prüfung. Für alle, die den Schild suchen. Hast du es schon versucht? Das war vor Ätzlis Verhaftung meine Mission. Leider musste ich umkehren. Seit seiner Rettung weiß der Kult, dass wir etwas planen. Ich trainiere unsere Kämpfer. Der Schild muss warten. Doch wenn wir zu lange warten, könnte Amaru ihn zuerst holen. Und Onuratus Anspruch wäre dahin. Mit dem Schild kann Amaru Paititi mit einer Geschichte seiner Wahl ein- und sich selbst zum Ehrenschöpfer erklären. Er schafft die Welt neu, wie er sie will. Ja. Das darf nicht sein. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Das da drüben bei Uchu ist mein Freund. Er heißt Jonah. Ich kontaktiere ihn, wenn ich was finde.
Ich bleib in seiner Nähe. Danke, Lara. So, können wir nochmal mit dir reden? Nochmals danke, Lara. Die Rebellion braucht den Schild des Ehrenschöpfers. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät. Okay, ich frage mich aber, wie oft wir gleich wieder Kukulkan hören. Ist ja eh, dieses Wort kommt ja eh viel zu selten hier in dem Spiel vor, finde ich. Wurden wieder Rebellen gefangen genommen? Ishik, vielleicht kannst du helfen. Ich habe 5 Männer geschickt, um Waffen für die Rebellion zu stehlen. Aber die Mission ist gescheitert. Früher hätte ich sie selbst angeführt. Aber ich kann nicht mehr kämpfen. Nicht mal mehr laufen. Sonst huste ich wieder Blut. Aber ich kann immer noch gut planen. Zumindest bis heute. Meine Kameraden hängen jetzt in der Unterstadt an Pfählen als Warnung. Und das werden sie, bis sie sterben. Nicht, solange ich da bin. Ja. Mit der Schlangenwachenkleidung kannst du alle 4 losbinden und niemand verdächtigt dich. 4? Waren bei der Mission nicht 5 Mann dabei? Doch, Kolki führte sie an, aber er wurde nicht gefangen genommen. Niemand hat ihn gesehen. Wahrscheinlich ist er tot. Mal sehen, was ich tun kann. Ach, Hel, du kannst auch einfach irgendwas im TV schauen oder so und daraus React machen, Live-Reactions oder sowas. Und dann machst du noch einen 3. Kanal auf. Der Kult wird ganz high sein nach diesem Sieg. Er wird seinen Anhängern enormen Aufschwung bescheren und sie für ihre Sache begeistern. Ich glaube, das wäre auch was für dich, oder, Hel? So Reactions zu machen? Den habe ich nur maximal. Habe ich vielleicht neue Bögen oder sowas? Ja, ich bleib bei dem. Der hat mir am meisten gefallen. Der Kult. Naja, vielleicht spricht das eher so Leute wie mich oder Falli an, die halt gar keine EM schauen oder WM oder irgendwas, was mit Fußball zu tun hat. So, was waren das jetzt eigentlich für Quests? Mann, Hel, dann, wenn du Reactions machst, ich will mir das dann geben, definitiv. Deine Sprüche möchte ich mir mal wirklich reinziehen. So. 4 gefangene Rebellen losbinden. Überlebe ich das? Ja. Warte. Holz nehmen wir mit. Ich will jetzt erstmal die gefangenen Rebellen hier finden. Kann ich nicht markieren? Kann. Ja, gut. Rennen wir so hin. Ist das bei dem? Bei den beiden da? Muss ich die loswerden? Nee. Verflucht sollen sie sein. Hier.
Willst du mich jetzt endlich töten? Nein. Natürlich nicht. Das wäre barmherzig. Und Kukulkan kennt keine Barmherzigkeit. Nein. Poma schickt mich zu euch. Sei still und halt die Augen offen. Er lebt. Kolki lebt. Ich habe gehört, wie er in dem Chaos den Rückzug befohlen hat. Ich bin sicher, er lebt. Ich wollte schon sagen, jetzt ist er eingefroren. So, das mit der sozialen Batterie kann ich nachvollziehen bei manchen Sachen, wenn man nur drüber nachdenkt, dass die schon leer geht. Kann ich sogar wirklich nachvollziehen. So, okay, gehen wir mal. Muss ich die Straße entlang? Ich glaube schon, dass die Straße entlang muss. Aber ja, bis August ist wirklich noch hin. Diesen Freitag auch schon wieder Fete. Bis sie wieder am Party machen. Vergeudest deine Zeit. Ich werde gar nichts sagen. Ich bin nicht hier, um dich zu verhören. Ich werde dich befreien. Bestechung? Verrat wäre viel schlimmer als der Tod. Das sehe ich auch so. Danke, mein Freund. Geh, ich folge dir nicht. Du und deine Freunde sind sicher. Nein, der Kult hat uns erwartet. Ein Spion hat die Rebellion infiltriert. Ach, Autokorrektur ist doch super. Bei mir in der Stadt findet das leider nicht statt. Diese, ich weiß nicht mal, wie man es richtig ausspricht. Fête de la Musique, würde ich mal aussagen. Ich glaube, bei mir findet das nicht statt. Und wenn doch, habe ich nichts mitbekommen, sagen wir mal so. Da ist der Nächste. Mutter, Vater, hey. Bald sind wir wieder vereint. Bin ich schon im Jenseits? Bist du ein Geist? Nein, ich bin lebendig. Genau wie du. Einer sterblich, einer unsterblich. So, jetzt bist du frei. Ja, ich wurde befreit. Ha. So, da ist der Letzte. Wie kommen wir am besten dahin? Ja, Falli, das hatte mich auch überrascht, als ich das erste... Das hat geladen. Als ich das erste Mal erfahren habe, dass Hehl noch TV schaut. Kunst und Kultur. Ich, wenn du nichts von Arte zeigst, dann weiß ich nicht, was du meinst. Feiglinge, wir alle. Mit Kunst und Kunst. Das haben wir verdient. Wir haben kläglich versagt. Poma konnte euch in dem Moment nicht helfen. Aber jetzt schickt er mich. Wir haben nicht gekämpft. Wir haben aufgegeben, als wir umzingelt waren. In den Tod marschiert, ohne einen Tropfen Blut zu vergießen. So, Rebellen in Not. Was fehlt denn jetzt noch? Die Säule. Die Arena-Schöpfer. Das ist fertig. Die Freiheit. Hä? Rebellen in Not? Habe ich doch fertig, oder nicht? Oder bin ich doof?
Achso, ich muss wieder zurück. Ja, gut. Ich dachte schon, der macht die T-Pose. Also, so in der Art, dass, so. Das nehmen wir auch noch mal mit. So, wie komme ich da am besten hin? Ich glaube, schwimmen. Missionsgeber entdeckt. Karte aktualisiert. Wo haben wir wieder einen neuen Missionsgeber? Wo war der Eingang? War der hier? Oh, ich habe was Neues entdeckt. Okay, hier habe ich einige Überlebensverstecke übersehen. Der Eingang nochmal dahin. War es das da? Gab es hier einen Eingang? Oder bin ich einfach nur doof? Aber doof bin ich ohnehin, aber jetzt ein bisschen doof als sonst. Ach, hier. Eingang gefunden. Deine Freunde sind frei. Und da ist noch mehr. Kolkwi lebt. Er stand vorne, als die anderen umzingelt wurden. Er rief eine Warnung und rannte weg. Ausgezeichnet. Es gibt ein Problem. Es könnte sein, dass ihr einen Verräter unter euch habt. Das weiß ich schon. Ich habe erfahren, wer es ist, als du nicht da warst. Und werde persönlich dafür sorgen, dass er kriegt, was er verdient. Okay. Hier, nimm das. Zum Dank. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Wenn du mit Kolki recht hast, müsste er in dem Bergunterschlupf sein. Würdest du ihn suchen? Sag ihm, wir sind in der Schädelhöhle. Ich finde ihn. Neue Ausrüstung erhalten. Diese uralten Beinschienen aus Wolfsleder. Was? Jetzt konnte ich ihn nicht zu Ende leben. Lesen, meinte ich. Dieser Helm, das wäre mein Cosplay. Ganz ehrlich, ich würde wirklich gerne Cosplays machen. Ich bin, also fasziniert mich wirklich auf jeden Fall sehr. Was war mit ihr nochmal? Nochmals danke, Laura. Die Rebellion braucht den Schild des Ehrenschöpfers. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät. Sagen wir mal so, ich habe mich noch nicht stark genug damit befasst, wie man sowas selber herstellt. Und ich glaube, die Zeit habe ich nicht. Danke, Hel, dass du genau das geschrieben hast auch. Ich hätte dir davon nie erzählen dürfen. Ja, aber was Cosplay angeht, so...
Wenn ich irgendwann die Zeit für habe, gerne. Würde ich wirklich gerne machen. Vielleicht sogar auch im Stream oder so, weiß ich noch nicht. Warte mal, wie komme ich da hin? Wohin überhaupt? Wo muss ich hin? Ach, ich gucke in die Richtung. Oh, Elster Blick. Schon. Wollen wir es das jetzt? Die Rebellen wollen unbedingt, dass jeder weiß, wie schlimm Amaru wirklich ist. Aber sie sagen nicht, dass Paititi ohne Amaru und seine Geschäfte mit den Fremden schon vor Jahrzehnten in Vergessenheit geraten wäre. Glauben die etwa, wir hätten wegen ihnen Mais auf den Feldern oder Fische im Fluss? Amaru hat während der Hungersnot die Hilfe der Fremden angenommen. Die Rebellen haben sich nur über Bauchschmerzen beschwert. Amaru hat Paititi geeint. Uns vor Hunger und Fäulnis bewahrt. Ich denke, wir schulden ihm, was immer er von uns verlangt. So. Jetzt erstmal schauen, wie kommen wir am besten dahin? Mit leichteren Kostümen anfangen. Klar, ich verkleide mich dann wie Kim Possible. Für den Bauch frei. Auch. Da muss man ja nur ein paar Sachen kaufen. So. Ach, die muss noch weiter nach oben. Ja, aber... Obwohl, das ist doch eine Überlegung wert, so ein bisschen. Erstmal leichte Sachen machen, womit man irgendwie einfach so sich nur verkleidet, wie ein Karneval. Anstatt, was Nähen angeht, kann ich sogar ein bisschen. Das ist furchtbar. Wer ist das jetzt? Hallo? Sei gegrüßt, Ao. Weißt du schon? Es ist furchtbar. Schumak wurde von seinem eigenen Diener getötet. Woher kennst du Schumak? Jeder kennt Schumak. Er war mein Mentor und Geschäftspartner. Er hat mein Geschäft erst möglich gemacht. Handel in der Oberstadt ist ohne Kontakte unmöglich. Schumak hat das alles für mich gemacht. Ich finde raus, was passiert ist. Danke, Ao. Ah, hier muss ich rein. Okay. Wer ist das jetzt? Was ist das denn? Wurdest du nicht über Schumaks Tod informiert? Oh, doch, Ao. Er war ein großer Mann. Das war er. Lass jetzt den Ruf der Trauer erklingen, der ihn ins Jenseits führt. Ja, Ao, ich spiele. Was ist denn das denn für eine Höhle? Da ist etwas. Ach, hier. Ah, okay. Oder was auch als Cosplay eine Idee wäre, könnte einfach als Amurant ziehen. Hm.
Jetzt ist es ruhig. Tritt ein. So, was ist hier jetzt? Wie ist das passiert? Als wir ankamen, stritt Kshoko, die Herrin des Hauses, mit ihrem Diener Taruka. Shumak lag tot zwischen ihnen. Taruka war voller Blut. Hat Kshoko den Mord gesehen? Nein. Sie kam vom Markt nach Hause und fand Taruka über Shumak gebeugt. Hat Taruka gestanden? Er sagt, er sei unschuldig. Aber nun bist du hier, Ao. Kaum jemand lügt, wenn die Götter ihn prüfen. Wenn er gesteht, sprich mit Pakal, dem Ermittler. Er ist oben bei der Leiche. So, darf ich mit ihm reden? Oh, Ao, bitte sei gnädig. Ich habe meinen Herrn nicht getötet. Ganz ruhig, Taruka. Sag mir, was passiert ist. Ich kam von der Feldarbeit, hörte ein lautes Geräusch wie ein Tor, das zufällt, lief los und fand Shumak in seinem Blut, erstochen. Ich wollte die Blutung stoppen, aber er war bereits tot. Warum sind deine Hände blutig? Au, bitte glaub mir. Ich komme wieder, wenn ich noch Fragen habe. So, hier hoch noch. Ich muss mit denen allen jetzt quatschen, oder wie? Hallo? Kshoko? Ja, Ao. Ich weiß, das ist schwer, aber du musst mir sagen, was passiert ist. Ich war auf dem Markt mit... Oh, der arme Shumak. Lass dir Zeit. Fang ganz von vorne an. Du warst also auf dem Markt. Ja, mit Akne. Ich wollte Pokchuk machen. Das ist... war Shumaks Lieblingsgericht. Akne? Eine meiner Dienerinnen. Was passierte, als du heimkamst? Ich fand Taruka in der Küche, über Shumak gebeugt. Seine Hände waren voller Blut. Ich schrie und die Wachen kamen. Hatte er eine Waffe? Nein. Hast du ein lautes Geräusch gehört, als du kamst? Nein, natürlich nicht. Was war mit Agna? Was soll mit ihr sein? Sie war bei mir. Sie hat mich zum Markt und zurück begleitet. Wo ist sie jetzt? Sie ruht sich aus, in ihrem Zimmer. Es war ein Schock für sie. Ich werde mit ihr reden. Aber, ja, natürlich. Wie du wünschst, Au. Ja, was Cosplay und so angeht. Erstmal eine Sache nach der anderen. Erstmal den Umzug hinter mich bringen. Und, so, das nehme ich mal mit. Also Umzug hinter mich bringen, die beiden Projekte, das Spieleprojekt und das Dingsprojekt, den Filmprojekt, beziehungsweise Serienprojekt, auch fertig bringen. Und alles zu seiner Zeit. Dann Hallo, Agna. Au, vergib mir, ich dachte, du wärst die Herrin. Kann ich dir vielleicht ein paar Fragen stellen? Ich weiß überhaupt nichts. Ich weiß nie irgendwas. Lässt sich das Tor öffnen? Das Tor? Nein, 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 es ist kaputt. Es ist schon kaputt seit sehr langer Zeit. Agna. Oh, ich werde einen anderen Weg finden. Achso, und Heel, falls Freitag ausfällt, dann erwarte ich am Samstag ein 72-Stunden-Stream. Das schaffst du wohl, oder? So, warte, was haben wir hier? Anscheinend wurde die Leiche verschoben. Verschoben? Grüße, Ao. Was hast du gefunden, Packer? Shumak wurde mehrfach in den Hals gestochen. Die Waffe war spitz und sehr scharf. So wie ein Pfeil oder ein Messer? Was es auch war, jetzt ist es weg. Wir haben den Raum durchsucht. Dann hat der Mörder die Waffe mitgenommen. Darf ich mir die Leiche ansehen? Natürlich. Mögen die Götter dich sehen lassen, was ich nicht sehe. Das ist wenig Blut für eine Stichwunde. Wenig Blut für eine Stichwunde? Wie weit muss ich hier jetzt alles erkunden? Durchsuchen? Mord an Sumax. Sumax Mord auf. Ja. Ich mag's, wenn das hier wer auch immer das ist, dieses Machata immer wieder wiederholt.
Wegen Wohnung, ein paar Rückmeldungen hatte ich. Die meisten waren jetzt eher Absagen. Warte mal, was war das? Auf dem Boden sind Blutspuren. Ah, ich glaube, ich muss hier hin. Da rein. Also die meisten waren Absagen und die anderen, wo ich eher eine Zusage bekommen habe, da will ich lieber erstmal warten, weil das schon recht teuer ist. Gut fürs Hirn. Kann die ich hier aufmachen? Ich weiß überhaupt nichts. Ich weiß nie irgendwas. Okay, warte mal. Ich versuche mal außen rum zu gehen. Wenn die nicht aufmachen kann. Es war nur eine Frage. Au, hallo. Ist das wahr? Schumack wurde ermordet? Ja, ich suche Agna. Ich habe Fragen an sie. Die Dienerin? Das ist doch Zeitverschwendung. Sie weiß überhaupt nichts. Sie sieht ja nicht mal, was jeden Tag direkt vor ihren Augen passiert. Was soll das heißen? Verzeihung, Au. Es ist nicht an mir zu sprechen. Wenn du etwas weißt, sag es. Sagen wir, Kshoko und Schumack führten keine sehr leidenschaftliche Ehe. Kshoko war an Ikal interessiert. Ikal? Schumacks Geschäftspartner. Waren sie Freunde? Ich glaube, sie waren viel mehr als das. Danke für die Information. Gern geschehen, Au. Ja, was die Wohnung da angeht, da bin ich wirklich lieber etwas vorsichtiger, wenn die schon, sagen wir mal so, denselben Preis haben wie meine Wohnung, aber kleiner sind oder auch vielleicht sogar teurer sind für dieselbe Größe, dann warte ich halt lieber. Also, oder suche mir irgendwie andere Wohnungen. Was haben wir denn da? Ja, aber trotzdem, einfach abwarten, also... Wer weiß, vielleicht finde ich noch eine bessere Wohnung. Kann ich da hoch, ne? Kann ich hier was machen, finden? Hier haben wir was. Okay, da haben wir ein Relikt, hier haben wir noch ein Relikt. Aber... Was muss ich hier jetzt genau finden? Was muss ich jetzt hier machen? Also, ich habe jetzt alles durchsucht. Wie gesagt, der Diener Taruka hatte Blut an seinen Händen. Ich rede nochmal mit Taruka. Ja, Au, wie kann ich helfen? Du hast gesagt, du hast auf dem Feld gearbeitet. Hattest du Werkzeug bei dir? Nein, nach dem Angriff der Rebellen hat der Kult die Werkzeuge eingezogen. Wir müssen sie abgeben, wenn wir das Feld verlassen. Als Kshoko reinkam, war Agna da bei ihr? Nein, Kshoko war allein. Agna war nicht dabei. Warum? Danke, Taruka. So, wen muss ich suchen? Also Agnes? Was ist los, Au? Wo war Agna, als du deinen Mann gefunden hast? Was? Sie war bei mir. Taruka sagt was anderes. Und du schenkst einem Diener mehr Glauben als mir? Ich will nur die Wahrheit. Vergib mir, Au. Ich weiß nicht, was Taruka damit gemeint hat. Agna war hinter mir und ging wohl auf ihr Zimmer. Wenn sie nervös ist, fängt sie an zu putzen. Taruka ist schuldig, Au. Ganz sicher. Ja, ich wollte mit ihm jetzt reden. Hallo? Ja, Au? Hat jemand Kshoko zum Zeitpunkt des Mordes an Sumak auf dem Markt gesehen? Ihre Dienerin Agna war dabei. Warum? Taruka sagt, ein Tor sei zugefallen, als er heimkam. Dadurch hat er die Leiche erst entdeckt. Kurz darauf kam Kshoko. Das ist korrekt. Wo ist dann die Mordwaffe? Wir haben sie gesucht. Sie ist nicht im Haus.
Wir übersehen etwas. Ich rede mit Agna. Mal sehen, was sie weiß. Wie du wünschst, Ao. Wer ist Agna? Die hier? Ist das Agna? Das krieg ich nie sauber. Oder muss ich irgendwo anders suchen? Oder mit ihm hier nochmal reden? Eine Tragödie. Ich muss zu Kshoko. Die Chatrate von mir hochschrauben. Aber ich find's nicht so schlimm, wenn's mal ruhig ist. Ich wusste es. Stimmt, Hel, du musst dann ein Video von machen. Oder dich dabei aufnehmen lassen. Wir wollen es jetzt sehen, wie du dann da mit Elan aktiv bist. Ich komme gerade mit der Quest hier nicht weiter. Sumaks Mord aufklären. Ich komme mit der Quest gerade nicht weiter. Mit wem muss ich alles noch reden? Wen muss ich suchen? Also Agna muss ich suchen, aber wo sollen die sein? Ja, Hel. Das musst du machen. Das erwarten wir jetzt. Was haben wir hier? Nehmen wir mit. Wer ist das? Was ist los heute? Kukulkan hat zwar Wohlstand versprochen, aber viele bringen eigene Opfer. Kukulkan. Unoratu und ihre Rebellen sind die wahren Kinder von Paititi, wenn du mich fragst. Ich bin nicht der Einzige, der so denkt, aber anscheinend der Einzige, der es offen ausspricht. Die Säuberung steht bevor und Unoratus Linie sollte Kukulkan opfern, um die Sonne wiederherzustellen. Nicht andersherum. Aber solche Gedanken bringen Leute rasch ins Grab. Kein Wunder, dass sie sie nicht äußern. Sein Tuch sieht gerade sehr gefährlich aus. Wenn da jetzt ein Windchen weht, dann sieht man vielleicht ein bisschen zu viel. Ich will es nicht wissen, ob da was zu sehen gibt. So, hier waren wir aber schon drin. Okay, dann... Warte, da oben war was. Ich glaube, mit dem Mord da hinten, ich weiß jetzt echt nicht weiter, mit wem ich da reden muss, was ich da noch finden muss. Dein Ernst, Hel? Ein Moment. Erstmal den Timer. 5 Minuten, ne? Brille ist weg. Und... Timer läuft. Nein! So, Hel, ich freue mich, wenn du auch mal irgendwann irgendwas hast, womit man dich so auf diese Art ärgern kann. Dann kann ich das irgendwie zurückzahlen mit meinen 250.000 Kanalpunkten, die ich bei dir habe. Ich wollte jetzt eigentlich diese Quest aufgeben da oben. Boah, ich muss richtig rangehen, damit ich was lesen kann.
und das später machen mit dem Mordfall. Du solltest wachsam sein, Au. Der Aufstand ist beendet, aber sie sind noch da. Allein bist du ein Ziel. Bis jetzt bin ich mit jedem Rebellen klargekommen, den ich getroffen habe. Schön gesagt. Aber gegen uns haben sie keine Chance. Obwohl sie wie Dämonen kämpfen. Es geht um ihr Überleben. So, ich wollte jetzt einfach so mit der viele Gefallene. Viel mehr Rebellen als Kultisten. Alter. Da kann ich jetzt nicht einmal mehr, gar nicht mehr lesen, egal wie nah ich gehe. Weiß auf lila, wegen hervorgehobener Nachricht. Alter. Soll ich euch beide bannen? Chebanu chek in Topikonov. Chen humpel batelilut helbe shunahe. Shan in Tugul. Malo. Yet el Mishuts can sani lobby. Tokili u heads tantike. Bailey kun uchulo. Hachwahelum binton utsil waminan kukulkantik wignalone? Ateni. Imesa. Inka. Ma. Utskan wat. Okay, wo muss ich jetzt genau hin? Und warum kann ich jetzt nicht schneller laufen? Warte mal, ich wollte eigentlich zurück. Ich habe das da vorhin doch aufgemacht, nur also nicht um hier dann irgendwie. Hier muss es doch irgendwas geben. Hier gibt's was zum Verkaufen. Jetzt dann dadurch. So, wie lang muss ich noch? Eine Minute. Oh, ich bin froh, dass ich das nicht auf 10 Minuten gesetzt habe mit der Brille. Ich kann jetzt wieder schneller. Gibt es hier noch irgendwas zum Einsammeln? Da gibt es Monolithen. Das beschreibt etwas in der Nähe. Sie stehen Rücken an Rücken. Zwei Waffenbrüder. Ich liege zu Füßen desjenigen, der die beschattete Schlange beobachtet. Okay, was soll ich jetzt finden? Rücken an Rücken? Was ist hier jetzt Rücken an Rücken? So, der Timer ist um. Ich will wieder aufsetzen. So. Ja, Hel, du brauchst ewig für Quests, das stimmt. Und so, was habt ihr gerade noch? Du tippst eine Excel-Tabelle ab. Ein Prozess aus 2009 optimieren. Ach so, du sitzt schon seit 2009 dran an dem Prozess. Okay. Das ist wiederum was anderes. Und an den gefangenen Rebellen wird ein Exempel statuiert. Hier haben wir nur einen Punkt. Was für ein Chaos. Okay, hier kann ich...
Also, meine ausgerüsteten Waffen kann ich nicht weiter verbessern. So, So, wer ist das? Glaubst du, es wird noch mehr solche Aufstände geben? Der Markttag war eine Katastrophe. Es wird sicher bald eine Lösung für den Konflikt geben. Ich will es hoffen. Interessante Frisur eigentlich. Einfach hier in dem Bereich bis hinten hin eine Glatze gemacht und der Rest alles so. Obwohl, ich habe auch schon eine hohe Stirn. Ich sehe schon, irgendwann sehe ich vom Kopf her genauso aus wie die. Von Haaren her. Also Hel, wenn du einen umgekehrten Boxer machst, dann mache ich diese Frisur. Also ein umgekehrter Boxer ist oben kurze Seiten lang. Wenn du das machst, dann mache ich diese Frisur. Gibt es noch irgendwas zum Einsammeln? Da gibt es noch was. Lara, deine Verkleidung ist gut. Ich kenne die Parole für das Gefängnis, in dem meine Mutter sitzt. Unschuldsaugen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Verstanden. Wir holen sie raus, Edsley. Da ist noch etwas. Hakan wurde ergriffen. Alle unsere Rebellen müssen uns im Kampf unterstützen. Der Vater meiner Freundin Kayara. Mal sehen, was ich tun kann. Wenn er geopfert wird, ich... Na, wie würdest du das dann nennen? Wenn nicht umgekehrten Boxer. Wo Kohila ist, wiederum dann so... Vorne kurz hinten lang. Ist das ein Händler? Nee. Hier gibt's was zum Einsammeln. Hakans Rettung mit Kayara reden. Nur Erhabene und Eingeweihte dürfen den heiligen Boden betreten. Unschuldsaugen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Du darfst hinein. Ich wollte da jetzt nicht rein, ich wollte dahin. Papa, du kannst nicht gehen, bitte! Du da, Mädchen, geh weg von der Tür! Dein Rebellenvater wird für sein Handeln sterben. Papa, ich liebe dich! Das muss Kayara sein, das Mädchen, das Edsley meinte. Dann ist Hakan in dieser Zelle. Ich muss ihn irgendwie rausholen. Ah, das ist zu schwer. Ich brauche Hilfe. Ah, das ist zu schwer. Ich brauche Hilfe. Ich soll Federnkopf tragen. Statt der Katzenohr. Was? Oder am besten wirklich diesen Helm hier nachmachen. Und dann nur den Helm tragen. Vergib mir, Hau, aber bist du nicht besorgt? Besorgt? Weswegen? Kukulkan hat in letzter Zeit so viele Leute zum Opfern geholt. Nicht nur Rebellen, dass ich... Naja... Du glaubst, hier gibt es zu viel Tod? Ich weiß, die Götter müssen bezahlt werden, damit die Sonne nicht stirbt, aber... Mach dir keine Sorgen. Die Todeswelle ist bald zu Ende. Vertrau mir. So, hier gibt's Fehler. Ich kann nirgends...
tut mir leid, Ahu. Bitte tu mir nichts. Ich wollte nur meinem Vater Lebewohl sagen. Ich werde dir nichts tun, Kayara. Ich gehöre zur Rebellion. Woher kennst du meinen Namen? Dein Freund Edsley meinte, ich soll dir helfen. Oh, wirklich? Ja. Sag mir doch einfach, was passiert ist. Mein Vater gibt Kukulkan die Schuld an Mutters Tod. Ich sagte, nichts bringt sie zurück, aber er wollte nicht hören. Er wollte Kukulkan töten und jetzt wird er sterben und ich habe niemanden mehr. Hey, es wird schon wieder, Kleine. Vielleicht kann ich helfen. Wirklich? Hier sind noch andere Rebellen. Sie wollen auch helfen, aber sie haben zu viel Angst. Vielleicht kannst du sie überzeugen. Ich werde mein Bestes tun, Kayara. Versprochen. Sie werden dir deinen Vater nicht nehmen. Danke, Ahu. Nenn mich Lara. Ich dachte, ich heiße Ishik. Ganz ruhig, ich bin eine Freundin von Unuratu. Ich will den Gefangenen befreien und ich brauche deine Hilfe. Natürlich, aber die Wachen töten uns sofort. Kümmere dich erst um sie, dann helfe ich dir. Okay. Also töten oder wegschicken? Ich will den Gefangenen sehen. Bei allem Respekt, Ao. Kukulkan selbst hat seine Hinrichtung angeordnet. Und du solltest zu deiner eigenen Sicherheit den Platz verlassen. Tritt zur Seite und lass mich zu dem Gefangenen. Wie schon gesagt, der Mann wird auf Befehl von Kukulkan hingerichtet. Niemand darf hinein. Es tut mir leid, Ao. Okay, was machen wir jetzt? Ich will den Gefangenen befreien. Ich brauche aber Hilfe. Du musst Ishik sein, von der Unuratu sprach. Wenn es sicher ist, helfe ich, die Tür zu öffnen. Soll ich jetzt eine Amazon-Shopping-Liste oder so was da machen? Sei gesegnet, Ao. Genießt du die Hinrichtungen? Die Hinrichtungen? Natürlich, aber du musst jetzt das Gebet einstellen. Also soll ich für euch eine Amazon-Shopping-Seite da aufmachen, damit ihr mir so Kopfschmuck bestellen könnt oder sowas? Oder Level 100 Rüstungen und so? Wenn sie sehen, wie ihre Bestrafung ausfällt. Ein großartiger Tag für eine Hinrichtung. Spielst du für einen Boten der Götter deine Instrumente? Es wäre uns eine Ehre, Ao. Ich sag mal so, eine... Beziehungsweise, ich weiß das eigentlich gar nicht, wie läuft das so mit diesen Amazon-Wishlisten? Ich muss doch etwas tun können. Die irgendwie zu, rein zur Verfügung zu geben und so weiter. Weil ich mir da auch schon Sorgen mache, dass man irgendwie meine Adresse rausfinden könnte oder sehen könnte. Denk nach, Lara. Wie komme ich in diese Zelle? Energy darf nicht auf die Liste draufgepackt werden, in die Wishlist. Ich brauche eine Lösung. Ein Leben hängt davon ab. Willst du immer noch helfen? Ja, sobald die Wachen weg sind. Vielleicht geben die Rebellen auf. Traurig, dass ein Mädchen heute zur Waise wird. Aber vielleicht sendet diese Hinrichtung ja genau die richtige Botschaft. Die Rebellen bedrohen die Harmonie von Paititi. Manche denken, diese Harmonie gibt es nur hier bei uns in der Oberstadt. Bei allem Respekt, Ao. Ich habe mein Leben doch nicht selbst gewählt. Es war ein Geschenk der Götter. Jedes Leben ist ein Geschenk. Throne ist anonym als Wishlist. Bist du noch dabei? Sobald die Wachen weg sind, weiß ich, was zu tun ist. So, kann ich jetzt das machen und die kommen da zur Hilfe? Ach, das ist zu schwer. Ich brauche Hilfe. Ja, die sind doch schon weit genug weg, oder nicht? Bitte, bitte tu etwas für meinen Papa.
den ich gerade noch Musiker, erfreue uns alle mit dem Klang deiner Instrumente. Aber Ao, das ist verboten, während die Hinrichtungen vorbereitet werden. Kann ich noch auf dich zählen? Die Wachen bleiben ein Problem. Ich bin hier, wenn du bereit zum Reden bist. Kann ich die irgendwie jetzt wegschicken, oder? Herr, was muss ich machen? Es ist gleich soweit. Wenn du bereit bist, gib mir einfach Bescheid. Ich warte auf dich. Gibt's da hinten noch welche zum Quatschen, die mir helfen können? Wo über Packstation wäre auch was? Ja, frag ich mich auch, was übersehe ich? Oh, hier gibt's einen Händler. Ich hoffe, sie hatten die drin. Alles steht zum Verkauf. Bis auf Rimax Trommel. Ihr wollt nur den Kopfschmuck? Ich dachte, ihr wollt auch nur eine Level 100 Rüstung. Ich muss doch etwas tun können. NEP, Laservisier. Was ist das? Oh, 2000. Mir fehlt ein bisschen. Ein gutes Geschäft. Viel Spaß damit. Denk nach, Lara. Wie komme ich in diese Zelle? Dietrich haben wir jetzt. Komm zu mir, wenn du sonst noch etwas brauchst. Das wollen die anderen. Die Level 100. Sieh dir meine Ware an. Ich brauche eine Lösung. Ein Leben hängt davon ab. Na, wie bei Neve will ich das aber mit den Dings, Dings nicht machen. Mit diesen Wischlisten, sag ich jetzt mal so. Wo. Was übersehe ich? Ja, was übersehe ich? Frage mich auch gerade. Bei Neve ist das so, dass die Mods quasi entscheiden, was in die Wischlist kommt. Bei meinen Mods, sage ich jetzt mal so, genug hätte ich ein bisschen für Angst. Den Moment. Bitte blas ins Horn. Natürlich. Warum hat der Diener ins Horn geblasen? Es gibt bestimmt einen Grund, aber bleib trotzdem wachsam. So kann er nochmal? Diener, blas erneut ins Horn. Wie du wünschst. Warum hat der Diener ins Horn geblasen? Soll ich zum Gebet rufen? Bleib trotzdem wachsam. Noch nicht. Beten wir jetzt weiter? Bald. Kann ich noch auf dich zählen? Die Wachen bleiben ein Problem. Du weißt, wo ich bin. Es ist gleich soweit. Ich verstehe. Mach's gut. Au, ich kann die Hinrichtung nicht länger hinauszögern. Nur noch einen kurzen Moment. Wie locke ich die jetzt weg? Würdest du jetzt spielen, wie verlangt? Gerne. Hä? Ich dachte, er spielt jetzt. Ah, jetzt. Auch noch findet diese Hinrichtung jemals statt? Au, ich kann die Hinrichtung nicht länger hinauszögern. Kann ich noch auf nur noch einen kurzen Moment? Bleib mein Problem. Du weißt, wo ich bin. Habt ihr vielleicht einen Tipp, was ich machen soll? Wie ich die loswerde? Es ist gleich soweit. Was übersehe ich oder wen übersehe ich? Unglaublich, was da passiert. So eine Schande. Ein Skandal. Ich kenne den Mann, der heute hingerichtet wird. Es ist Hakan, ein Fleischer aus der Unterstadt. Verstehe. Der Delinquent ist also dein Freund. Er hat versucht, Kukulkan zu töten. Ich halte mich von Attentätern fern, ob erfolgreich oder nicht. Wenn er nicht dein Freund ist, was regt dich dann so auf? Ich schäme mich, dass er ein Mitglied der Händlergilde ist. Das fällt auf uns alle zurück. Ich muss doch etwas tun können.
Ja, ich wüsste gern, was ich tun könnte. Die sind ja schon eigentlich weit genug davon weg, oder nicht? Ich kann auch nicht durch das Loch da reden. Und ein Attentat kann ich jetzt auch nicht machen. Dina, blass erneut ins Horn. Wie du wünschst. Warum hat der Diener ins Horn geblasen? Es gibt bestimmt einen Grund, aber bleib trotzdem wachsam. Bin ich zu doof? Denk nach, Lara. Wie komme ich in diese Zelle? Also ein Tipp würde mir schon reichen. Also wenn du nachschauen willst, du hast ja selber auch schon durch, wie ich den Gefangenen hier befreien kann, was ich machen muss, um die loszuwerden. Ein kleiner Tipp, was ich übersehen habe. Ich habe hier mit dem hier, mit dem Musiker, mit dem Bläser da hinten schon geredet, mit den Wachen und mit dem Typen hier. Und ich darf jetzt gerade nicht, was ich machen soll, also was es noch gibt. Ich stehe gerade echt auf dem Schlauch. Eine Ablenkung starten. Wie? Warte mal. Ich brauche eine Lösung. Ein Leben hängt davon ab. Ablenkung. Was für eine Ablenkung. Wir brauchen den passenden Zeitpunkt. Er hat nicht viel Zeit. Eine Ablenkung starten. Es ist gleich soweit. Warte mal. Musiker, ein Lied bitte. Aber Ao, das ist verboten, während die Zeremonie abgehalten wird. Okay, er macht Musik, dann bläst er ins Horn. Dina, blass erneut ins Horn. Wie du wünschst. Mach's gut. Dann soll er die wahrscheinlich... Es ist gleich soweit. Oder? Warum hat der Diener ins Horn geblasen? Es gibt bestimmt einen Grund, aber bleib trotzdem wachsam. Es ist gleich soweit. Nee. Ich verstehe. Er hier? Kann ich noch auf dich zählen? Die Wachen bleiben ein Problem. Du weißt, wo ich bin. Wer soll jetzt ablenken? Oder muss ich irgendwie was machen? Irgendwas hinwerfen? Ich glaube, er hat nicht viel Zeit. Den passenden Zeitpunkt. Würdest du jetzt spielen, wie verlangt? Gerne. Ao, ich kann die Hinrichtung nicht länger hinauszögern. Nur noch einen kurzen Moment. Ao, ich kann die Hinrichtung nicht länger hinauszögern. Du sollst noch einen kurzen Moment. Du sollst jetzt ins Horn blasen. Kann ich noch auf dich zählen? Die Wachen bleiben ein Problem. Du weißt, wo ich bin. Ao. Ich kann die Hinrichtung nicht länger hinausgehen. Nur noch einen kurzen Moment. Es ist gleich soweit. Ich verstehe. Mach's gut. Oder hat das was vielleicht mit dem Vögel zu tun? Verdammt, das war das Horn. Die Wachen gehen wieder auf Posten. Habe ich es jetzt verkackt oder wie? Ne, die stehen noch hier, okay. Ich möchte ein Lied hören. Aber die Zeremonie ist noch nicht so weit. Ich glaube, ich bin echt zu doof.
Diener, blas erneut ins Horn. Wie du wünschst. Kann ich noch auf dich zählen? Die Wachen bleiben ein Problem. Du weißt, wo ich bin. Es gibt bestimmt einen Grund. Aber bleib es ist gleich soweit. Ich verstehe. Mach's gut. Ich muss eine Ablenkung starten. Die brauchen ja den passenden Zeitpunkt. Ich habe die zumindest, die beiden, von da hierhin gebracht. Mit Hilfe der Musik. Also ich versuche es jetzt nochmal. Wenn ich das jetzt nicht schaffe, dürft ihr mir die Lösung verraten. Würdest du jetzt spielen, wie verlangt? Gerne. So, er spielt jetzt mit der Musik. Das sollte eigentlich das sein, damit die beiden von da hier rüberkommen. Dann soll er blasen. Ich kann die Hinrichtung nicht länger hinauszögern. Nur noch einen kurzen Moment. Ich muss die Wachen ablenken. Die Musik muss wieder spielen. Ah, okay. Jetzt soll die Musik spielen? Ich möchte ein Lied hören. Aber die Zeremonie ist noch nicht so weit. Kann ich noch auf dich zählen? Die Wachen bleiben, du weißt, wo ich bin. Es ist gleich soweit. Oder warte mal. Ich verstehe. Oder soll er da zuerst blasen, damit der da Musik spielen kann? Diener, blas erneut ins Horn. Wie du wünschst. Warum hat der Diener ins Horn geblasen? Würdest du jetzt spielen, wie verlangt? Gerne. Spielt er jetzt? Dann noch mal kann ich noch auf dich zählen? Hä? Sieg auch noch, findet diese Hinrichtung jemals statt? Okay, ein Tipp noch. Hat die Ablenkung damit zu tun, dass ich mit den Leuten hier quatsche? Oder muss ich irgendwas machen? Es ist gleich soweit. Okay, dann vermute ich, muss in der richtigen Reihenfolge mit denen quatschen. Mit denen kann ich nicht mehr quatschen. Au, ich kann die Hinrichtung nicht länger hinauszögern. Nur noch einen kurzen Moment. Hier noch mal kurz abwarten, bis er fertig gespielt hat. Dann vermute ich, er soll zuerst blasen, dann der spielen, dann der, was auch immer, oder wofür auch immer der ist. Und in der Zeit er und ich. Ich muss die Wachen ablenken. Die Musik muss wieder spielen. Sorry, ich bin gerade echt ein bisschen doof. Und nochmal. Diener, blas erneut ins Horn. Wie du wünschst. Würdest du jetzt spielen, wie verlangt? Gerne. Warum hat der Diener ins Horn geblasen? Es gibt bestimmt einen Grund, aber bleib trotzdem wachsam. So, jetzt abwarten, bis er spielt. Es ist gleich soweit. Musik auch noch? Findet diese Hinrichtung jemals statt? Komm schon. Sorgen wir dafür, dass alle ruhig bleiben. Was geht mit ihm? Mach's gut. Es ist gleich soweit. Hä? Ich verstehe. Mach's gut.
Es ist gleich soweit. Oder das Mädchen. Ich glaube, er hat nicht viel Zeit. Es ist gleich soweit. Ich verstehe. Mach's gut. Kann ich noch auf dich zählen? Bin ich heute einfach doof? Problem. Du weißt, was du zu tun hast. Du weißt, wo ich bin. Es ist gleich soweit. Ich verstehe. Mach's gut. Kann ich noch auf dich zählen? Die Wachen bleiben ein Problem. Du weißt, wo ich bin. Es ist gleich soweit. Ich verstehe. Mach's gut. Muss er vielleicht noch mal blasen? Ich muss die Wachen ablenken. Die Musik muss wieder spielen. Okay, die sind alle wieder zurück. Dina, blas erneut ins Horn. Wie du wünschst. Er muss noch mal blasen. Ja, ich merke schon. Würdest du jetzt spielen, wie verlangt? Warum hat der Diener ins Horn geblasen? Es gibt bestimmt einen Grund, aber bleib trotzdem wachsam. So, jetzt spielt er die Musik. Sieg auch noch, findet diese Hinrichtung jemals Kann statt? Kann ich noch auf dich zählen? Komm schon. Die Wachen bleiben ein Problem. Du weißt, was du zu tun hast. Du weißt, wo ich bin. Es ist gleich soweit. Welcher Schritt fehlt mir jetzt hier zwischen? Ich glaube, er hat nicht viel Zeit. Wen vergesse ich? Diesen? Oder zählt das jetzt schon, dass sie abgelenkt sind? Das ist zu schwer. Ich brauche Hilfe. Es ist gleich soweit. Aber da passiert nichts, wenn ich mit denen rede. Dann, oder darf er noch einmal blasen? Au, ich kann die Hinrichtung nicht länger hinauszögern. Kann ich noch auf dich zählen? Die Wachen bleiben ein Problem. Die machen nichts. Du weißt, wo ich bin. Gibt's hier noch eine Person? Du sagst keiner. Hier fehlt keiner mehr. Das sind also alle. Aber der spielt jetzt seine Musik? Ich muss die Wachen ablenken. Die Musik muss wieder spielen. Mehr. Und ich kann auch nicht hier hingehen und da irgendwas machen. Die sind zwar abgelenkt, aber da passiert nichts. Ich kann da drücken, wie ich will, da passiert nichts. Dina, blas erneut ins Horn. Wie du wünschst. Würdest du jetzt spielen, wie verlangt? Warum hat der Diener ins Horn geblasen? Es gibt bestimmt einen Grund, aber bleib trotzdem wachsam. Oder muss ich an die andere Seite hier? Ach, das ist zu schwer. Ich brauche Hilfe. Findet diese Hinrichtung jemals statt? Komm schon. Sorgen wir dafür, dass alle ruhig bleiben. Horn, Trommler, der Einzelne in der Ecke, dann der Typ neben dem Horn. Habe ich gemacht. Aber hier sagt sie immer... Es ist gleich soweit. Und da passiert nichts. Es passiert hier nichts. Es ist doch so. Ich verstehe. Ich habe doch erst den Horn gemacht, dann den Trommler, die sind da vorne. Dann gehe ich hier hin zu dem. Und da sagt Lara nur, es ist gleich soweit. Und dann gehe ich zu dem Typen. Kann ich noch auf dich zählen? Es passiert einfach nichts. Ich kann hier nichts machen. Es kommt nicht weiter. Das ist zu schwer. Ich brauche Hilfe. Ja, ich habe keinen Bock mehr drauf. Ganz ehrlich. Soll der Typ da sterben? Geht mir gerade auf den Sack. Ja, Falli, ich habe das gerade 3 oder 4 Mal gemacht hintereinander. Die Reihenfolge wiederholt. Es passiert einfach nichts.
diese alberne Rebellion noch weiter treiben. Bis wir gesiegt haben und du keine Bedrohung mehr bist. Und das sagst du mir ins Gesicht? Du weißt, ich bin ehrlich. Und wir waren mal auf derselben Seite. Ich habe dich zu lange weitermachen lassen. Amaru, vergiss nicht, wer du bist. Ich bin einer von euch. Ja. Hast du mich deshalb verhaften lassen? Würde mein Bruder noch leben, ruh in Frieden. Ja, ich bin sicher, für ihn wären diese Streitereien Zeitverschwendung. Komm nach Hause. Ich bin zu Hause. Das ist mein Zuhause. Onorato, stell dir mal kurz vor, wie Paititi erblühen würde, wenn die Welt frei von fremden Bedrohungen wäre. Ach, und bist du nicht auch so eine Bedrohung? Du willst die Welt neu erschaffen? Wir alle erschaffen unser Schicksal. Wir alle, so wie wir sind. Ich habe mein ganzes Leben lang alles für Paititi getan. Einfach alles. Als es noch geteilt war, habe ich es vereint. Bin ich denn der Einzige, der die Bedrohung erkennt? Du kommst und gehst, als ob dein Leben hier nur ein Zeitvertreib wäre. Ja. Ich habe die Welt um uns herum kennengelernt und ich weiß jetzt, was auf uns zukommt. Es kommt jeden Tag ein bisschen näher. Paititi wird diese Invasion nicht überstehen. Unsere ganze Identität wird uns gestohlen oder zerstört. Dann müssen wir das gemeinsam verhindern. So wie es das Beste für unser Volk ist. Durch die Wiederherstellung der Sonne? Das garantiert nur für ziemlich kurze Zeit Paititis Sicherheit. Aber dann beschützt es uns nicht davor, entdeckt zu werden. Oder vor einer Invasion. Hat uns das Schicksal dem Untergang geweiht? Nein! Nein, wir müssen mutig sein. Einen Schritt voraus. Kämpfe mit mir. Ich brauche deine Intelligenz und deine Hartnäckigkeit in meiner Welt. Eine Welt beherrscht vom Kukulkan-Kult. Oder soll ich Trinity sagen? Wenn du Kontrolle willst, dann kriegst du sie. Doch jetzt brauche ich deine Hilfe, um Paititis Sicherheit zu garantieren. Wenn du dann willst, kannst du darüber herrschen, wie du willst. Ich überlasse dir den Thron. Das verspreche ich. Nein. Ich finde die silberne Schatulle und stelle die Sonne wieder her. Ihr Licht wird dich richten. Wieso hältst du so wenig von mir? Bringt sie zurück in die Zelle. Schon gut, schick mich zurück. Aber ich werde niemals unser Volk verraten. Nein, du lässt sie einfach im Stich. Die Schatulle ist weg! Ein Missionar, Andres Lopez. Hat sie gestohlen, vor 400 Jahren schon. Was? Du hast anscheinend dein ganzes Leben lang am falschen Ort gesucht. Jetzt verschwinde. Alles klar, Hel, dann bis gleich. Und ja, schön auch mal bei anderen den gerissenen Geduldsfaden zu sehen. Freut mich, dass es dich erfreut. Ja, aber okay, bei der einen Sache gerade da oben. Ich hab keine Ahnung, wie oft jetzt mal sogar die richtige Reihenfolge, wie du es geschrieben hast, Falli, gemacht. Und es hat einfach nicht gefunzt. Es hat einfach nicht gefunzt.
Gibt's hier überhaupt Leute? Ja, okay. So, Ricky, ein Memo an Trinity-Soldat. Erstmal so oder so alles einsammeln, was wir hier finden. Hier liegt aber auch wirklich überall was rum. Maske von Tezca Tlipoca. Verschwörung, ein Bericht von Trinity. Oh! Ich habe da was gefunden. Ganz aus Versehen. Mama Kila Maske. Die Darstellung von Mama Kila. Komme ich hier wieder hoch? Ja. Okay, die sehen mich jetzt nicht als Feinde. Königliche Rekrutierung am Magen. Eine kurze Mitteilung. Okay, jetzt sind wir einmal schon im Kreis. Dann gibt es nur hier Sachen. Okay, Jonah, da hat's kurz gerufen. Ich weiß, wo sie ist. Ich gehe rein. Okay, wir sind unterwegs. Hast du das Beben vorhin gespürt? Ja, als ich im Cenote war. Das war ein Vorbeben. Bald geht's dann richtig los. Wir müssen uns beeilen. Ja, wenn Honorato frei ist, suchen wir gemeinsam die Schatulle. Oh, ein Herausforderung gerade in der Nähe. Die Brücke sieht mir sehr sicher aus. So, wo soll das Grab sein? Okay, da hinten. Was haben wir hier? Heilpflanze. Alter, warum war das jetzt so im Ruckeln? Ist das überhaupt der richtige Weg? Warte mal. Da unten, okay. Okay, nice. Vielleicht darüber, um an das Grab zu kommen? Scheiße, sie geht lang. Ja, ich bin Profi. Scheiße, sie geht nach. Hä?
da war ich jetzt voreilig. Das war jetzt mein... Das war jetzt wirklich meine Schuld. Was ist denn jetzt gerade los? Jetzt krieg ich gar nichts mehr hin. Gar nicht. Oder warte mal, vielleicht muss ich gar nicht X drücken, ne? Jetzt gerade ist echt der Wurm drin irgendwie. Ist die Kante, wo... Also da ist eine weiße Kante, wo ich hinspringen soll. Aber egal, was ich drücke oder mache, die greift das nicht. Ist das vielleicht die falsche Richtung? Jetzt gerade der Moment, wo ich mein Leben hasse. Scheiße, sie gibt nach. Das ging jetzt zu spät. Möglichkeit auch mal geben, wenn man einfach nicht weiterkommt, dass man etwas überspringen kann. Jetzt hat's gefunzt. Jetzt hat das gefunzt. Warum hat es gerade die ganze Zeit nicht funktioniert? Das nehmen wir mal mit. Kommen wir von hier.
muss da irgendwie hoch, glaube ich. So, nächsten Kuchenrezept. So, die geflügelte Schlange. Die Darstellung des Gottes, Quetzalcoatl. Kateko, alle alte Dialekte verbessert. So. Erkunden Sie Krypten und enthüllen Sie Ihre Geheimnisse. Ist das jetzt eine Krypta? Dann mal rein da. Ich kann kaum den Boden sehen, falls es überhaupt einen gibt. Ich sehe den Boden. Diese Höhle entstand durch einen unterirdischen Fluss. Endlich machst du die Lichter an. So, machen wir mal auf. Gibt es noch was zum Einsammeln? Buchen? Irgendwie was? Da wäre was. So, die Krypta ist jetzt aber außerhalb der Hauptquest, oder? Das ist jetzt so eine Nebenaufgabe. Und dann wollen wir gleich noch das optionale Grab machen. Da oben ist eine Schnitzerei. Eine Schnitzerei. Ja, super.